Gewächshaus. Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren. Ja, und wie es weitergeht. Heute ist ein richtig geiler Tag. Es regnet. Und was soll's? Wir gehen ins Gewächshaus und sehen uns etwas aus. Und zwar diesmal Radieschen. Ja, als allererstes nehmen wir im Prinzip als Vorkultur jetzt im Gewächshaus, da andere Sachen noch nicht rein können. Und die Radieschen, die vertragen das jetzt schon im Gewächshaus. Und von daher haben wir dort das Beet vorbereitet, das Ganze nochmal aufgelockert, Kompost, Erde draufgepackt, Urgesteinsmehl und Hornspäne mit eingearbeitet. Und zu der Komposterde soll mal eins gesagt sein, die ist schon etwas älter. Die ist ungefähr 2 Jahre alt und da haben wir letztes Jahr, glaube ich, Kartoffeln drin gehabt. Und von daher sind da nicht sehr viele Nährstoffe drin. Also im Klartext muss schon dann auch ein bisschen dafür sorgen, dass ein bisschen Nährstoffe mit reinkommen. Wir werden allerdings in diesem Gewächshaus nur natürlich düngen. In dem Sinne, ne, Klartext, Hornspäne, Urgesteinsmehl als Mineralstoffe und dann dementsprechend später auch Pflanzenjauchen. Das werden wir auch machen, denn damit kann man die Pflanzen ausreichend versorgen, ist auch kein Problem. Allerdings muss das Ganze, ja, wie soll man sagen, ausgewogen sein. Also nicht nur eins, sondern, aber das, da kommen wir später mal zu. Das wird mit Sicherheit sehr interessant werden. So, dann haben wir hier noch etwas stehen und zwar den Granatapfel. Den schauen wir uns gleich am Ende des Filmes nochmal etwas genauer an, wenn ich ja im Prinzip die Bearbeitung fertig habe. Und einen Teil habe ich leider vergessen zu filmen und zwar wie ich die Hornspäne und das Urgesteinsmehl eingearbeitet habe. Da habe ich einfach eine Hacke genommen, habe das halt eingehackt, das Ganze. Ja, ist dumm gelaufen. Manchmal ist das so, ne? Dann machst du was und vergisst auf Play zu drücken. So ist das halt. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt gemeinsam ins Gewächshaus und dann schauen wir mal, was ich dort gemacht habe. Wir sind jetzt hier im Gewächshaus angekommen. Ich habe schon ein bisschen was gemacht hier drin. Wir hatten den Garten vorher hier umgegraben, bevor wir das Gewächshaus draufgebaut haben. Und durch die Baumaßnahmen haben wir natürlich einiges hier wieder platt gekrampelt. Im Klartext, wir müssen das Ganze jetzt nicht nochmal umgraben, aber auflockern, damit der Boden halt luftig und locker ist und bleibt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, denn auf platten Boden kann man ganz schlecht irgendwas bearbeiten. Von daher also richtig schön auflockern das Ganze. Ich werde das jetzt hier die ganze Zeit zeigen, aber nur damit man weiß, was wir jetzt hier weitermachen. Ja, ganz, ganz wichtig, auflockern. So, ja, kaputt ist er. Jetzt haben wir ein Problem hier, wir haben hier starken Lehmboden. Also er ist richtig fest, wenn der Boden trocken wird, dann ist er so hart, den kann man nicht mal mehr mit der Hand zerdrücken. So knochig ist das Ganze. Im Klartext, wir werden das aufarbeiten müssen. Das Problem, wir haben im Moment noch keinen Kompost. Weil wir dieses Jahr erst anfangen hier, müssen wir jetzt Kompost machen. Das dauert ein bisschen. Jetzt muss ich mir irgendwas überlegen, was ich hier mache. Ich habe noch alte Komposterde von damals in Töpfen, wo wir Pflanzen in Töpfen hatten. Ich denke mal, die werden wir nehmen, um das hier drauf zu packen, damit man das Ganze besser bearbeiten kann. Ja, so, genau. Nachdem wir das ganze Beet hier komplett aufgelockert haben, wird das Ganze jetzt glatt gerecht, also glatt gehakt, damit wir hier etwas anderes auftragen können, das Ganze dann gleichmäßig aufgetragen werden kann. Und dazu nehmen wir einfach die Hake und schieben die hin und her, so lange, bis wir ein gleichmäßig ebenes Beet haben. Die Komposterde, die verteilen wir jetzt hier etwa 5 cm hoch. Also es ist schon wichtig, dass eine dicke Schicht hier drauf kommt, ansonsten bringt das Ganze nichts. Und das wird nach und nach bei der Bearbeitung hier immer wieder dann gemischt mit dem Lehmboden nach und nach. Also von daher ruhig richtig kräftig was draufpacken. Ach guck mal, dicker Regenwurm ist auch schon hier drin. Ja, Melody. Was wollte ich jetzt sagen? Wie gesagt, nicht zu wenig. Ruhig ein bisschen mehr. Das Brett in der Mitte müssen wir nachher wieder ein bisschen höher setzen, damit der Dreck nicht auf das Brett gerät und im Prinzip dann alles dreckig hier drin ist, man nicht mehr drin sauber laufen kann. Ja, das zu dieser Maßnahme. Hier haben wir jetzt ein Bodenthermometer und das zeigt uns 9,5 Grad an. Ich gucke mal eben, in welcher Tiefe das gemessen ist. Also ein Bodenthermometer ist wirklich genial. Ich stelle die Kamera mal vorsichtig hier so hin. Dann weiß man auch, wie warm es im Boden ist und wann man tatsächlich anfangen kann auszusäen. So, ziehe ich den mal raus. Das ist also eine Höhe von, kann man vielleicht jetzt nicht sehen, 10 cm. Also in 10 cm Tiefe haben wir hier 9,5 Grad. Ja, das ist schon mal cool. Das heißt Klartext, wir können tatsächlich hier drin schon was aussehen. Und dann gucken wir mal eben auf das Minimum-Maximum-Thermometer, das hier drin hängt. Hier haben wir jetzt eine Temperatur von momentan 17,7 Grad. Die fällt jetzt ein bisschen noch runter, da das Gewächshaus hier offen steht, weil ich hier am Arbeiten bin. Denn schwitzen möchte ich hier drin nicht so gerne, aber auch hier drin trotz offenem Fenster bzw. offener Tür doch schon relativ warm. Soweit ist das Beet jetzt vorbereitet und jetzt kommen hier etwa eine Handvoll auf einen Quadratmeter Hornspäne drauf als Grundversorgung. Damit wir ausreichend Nährstoffe haben im Laufe des ganzen Sommers.
Und das Ganze werden wir gleich ordentlich einarbeiten. Und hinzu kommt Urgesteinsmehl. Auch hier etwa eine Handvoll auf dem Quadratmeter. Nicht zu viel. Einfach grob verteilen. Und auch das wird dann jetzt mit eingearbeitet. Nachdem wir die Hornspäne und das Gesteinsmehl, Urgesteinsmehl ordentlich eingearbeitet haben, wird das Ganze nochmal glatt gehakt, damit wir entsprechend ein ordentliches Saatbeet haben, damit wir hier ja, das erste aussehen können gemeinsam. Kommen wir jetzt zur Aussaat. Wie ihr seht, habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Es hat gerade geregnet und wäre es zu laut hier drin gewesen. Radieschen, ja. Wir nehmen uns einfach ein Rundholz, einen ja, alten Besenstiel oder irgendwas dergleichen. Und wenn man das Beet glatt planiert hat, ist das eine richtig easy Sache, um sich einfach Saatrillen herzustellen. Und dazu drückt man den Stab einfach rein, wackelt den ein bisschen hin und her und dann hat man schon die Saatrille fertig. Ja, das ist der Vorteil, wenn man planmäßig, auf gut Deutsch gesagt, arbeitet. Die Radieschen, die kommen jetzt in Abstand von ja, etwa 4-5 cm gelegt, rein Abstand etwa 10-15 cm. Und wir legen die Samenkörner einzeln rein. Das hat den Vorteil, wir brauchen später nicht mehr vereinzeln, da die Samen auch ja, sich relativ einfach legen lassen, da sie richtig schön dick sind. Ja, das dazu. Das ist ein Wetterchen heute, Regen, nicht Regen. So, wir nehmen uns jetzt einfach den Holzstab hier und schieben damit die Rillen vorsichtig zu, sodass die Samen etwa 1 cm bedeckt sind. Wo man nicht ganz hinkommt, zieht man einfach ein bisschen eher drüber, drückt das Ganze fest, nicht fest, sondern ganz locker andrücken einfach. Wie gesagt, die Rille zuschieben. Ein bisschen Erde fehlt drauf. Leicht andrücken. Ja, so einfach ist die Aussaat von Radieschen. Natürlich von anderen Samen dementsprechend dann auch. Aber wenn man sieht, ist doch eine easy Sache. Ja, ich freue mich so sehr. So, leicht angießen das Ganze. Der Boden ist jetzt hier noch schön feucht, von daher brauchen wir nicht ganz so viel gießen. Und wir nehmen auch eine Gießkanne, die nicht ganz so viel plüttert, damit wir uns die Samen hier nicht wegspülen. Es ist dunkel draußen geworden, es regnet wieder, deswegen fasse ich mich jetzt ganz kurz, rede auch etwas lauter, weil das der Regen hier auf die Folie prasselt. Wir haben jetzt in dem Bereich die Radieschen eingesät, hier kommen später Tomaten hin und wir werden die Radieschen Stück für Stück jede Woche ein Stückchen weiter noch mehr aussehen, damit wir also fortlaufend Radieschen ernten können. Und sollten wir andere Pflanzen hier reinpflanzen, da kommen die Radieschen einfach etwas an die Seite, die werden rausgezupft, die im Wege stehen und damit ja, hat sich die Kiste. Das Gewächshaus, also im Gewächshaus arbeiten, ist eine richtig geile Sache, macht unheimlich viel Spaß. Ja, und der Frühling ist hier drin eigentlich jetzt schon eingezogen, denn hier ist relativ warm drin. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir, wenn die Sonne scheint, dass hier drin nicht zu heiß wird, das heißt im Klartext, dann müssen wir lüften, damit hier frische Luft reinkommt, das Ganze halt nicht zu warm wird. Ja, und das Maximum-Minimum-Thermometer, da werden wir das jetzt beobachten. Heute hängt es das erste Mal hier. Wie kalt das in der Nacht hier drin ist und wie warm das hier am Tage dann ist, das können wir mit diesem Minimum-Maximum-Thermometer beobachten. Und auch ein Bodenthermometer ist ratsam, insbesondere dafür, dass man dann weiß, wie viel Wärme im Boden ist. Ja, dass man dann dementsprechend, wenn die Temperatur da ist, auch die Samen zur Aussaat bringen kann. So, wir gehen jetzt gemeinsam rein. Das heißt, ich gehe rein und wir sehen uns gleich nochmal gemeinsam wieder. Lustig, lustig, tralala. Schnabbelgärt, ich habe gerade nochmal nach Kommentaren geguckt. Du wolltest wissen, wie denn die Pinien aussehen. Haben die überlebt? Ich halte es jetzt einfach mal so hin. Die sind noch tropfnass. Ja, sie haben überlebt und stehen immer noch draußen und standen den ganzen Winter draußen. Absonnig, aber wie gesagt, wir sind wirklich den ganzen Winter draußen gewesen. Ist also wirklich nass, das Ganze, es regnet draußen. Also ja, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass die Pinien tatsächlich bei uns auch draußen etwas heimisch werden können. Ja, meine Güte, Gewächshaus, das ist so eine coole Kiste und am liebsten würde ich mir jetzt auch ganz viele davon holen. Aber naja, eins nach dem anderen, wer weiß, wie sich alles noch entwickelt. Und auf dem Boden bearbeiten, das mache ich jetzt also wahrscheinlich nur im Gewächshaus. Draußen bin ich noch überlegen, wie ich da genau vorgehe. Aus körperlichen Gründen ist es unheimlich schwierig für mich, auf dem Boden zu arbeiten. Das heißt im Klartext, wir brauchen Hochbeete. Wie und wann wir das genau angehen, weiß ich noch nicht. Ich habe mir schon einige Gedanken dazu gemacht, aber das Ganze kostet auch ein bisschen Geld. Und von daher, ja, warten wir es mal ab, inwieweit das vorangeht. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber naja, was soll's. Jetzt haben wir erstmal das Gewächshaus und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Jetzt schauen wir uns das Granatapfelbäumchen an hier. Das ist so ein geiles Teil. Ich wollte ja eigentlich einen Bonsai davon machen. Vielleicht mache ich es auch noch. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, jetzt ehrlich gesagt, weil das Ding ist so beeindruckend geil. Ja, wir haben vor kurzem hatte sie das zweite Mal geblüht hat, hat sie tatsächlich eine Frucht angesetzt und die Frucht hängt immer noch dran und wird tatsächlich dicker. Ja, unglaublich, aber war dieses kleine Bäumchen hat eine Frucht und sie blüht auch schon wieder. Hier oben ist eine frische Blüte, die schon aufgegangen ist jetzt und hier ist noch eine Blütenknospe und hier ist eine Blütenknospe, die jetzt auch aufgeht. Ja, dieses Granatapfelbäumchen ist allerliebst, allerherz erfreulich anzuschauen. Das ist so eine geile Sache. Also kann ich nur jedem ans Herz legen, Granatapfelbäumchen im Zimmer, top. So, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze noch etwas näher an. Ist das nicht herzallerliebst? Also diese Blüten sind wunderschön, ein knalliges Rot. Ja, die sehen so cool aus. Ich habe jetzt ein bisschen dreckige Finger. Ich war draußen. Und wie man sieht, auch hier ist wieder eine neue Blütenknospe. Und dann schauen wir uns mal eben die Frucht an hier. Das sieht so geil aus. Das ist unser Früchtchen. Wie alt die jetzt ganz genau ist, weiß ich nicht. Aber sie ist tatsächlich schon einiges dicker geworden. Ja, es scheint tatsächlich doch zu funktionieren. Ich bin mal gespannt, wie lange sie noch dran bleibt. Damals ist ja halt die eine, die sich entwickeln wollte, abgefallen irgendwann. Aber diese ist doch relativ dick schon, also schon einen kleinen dicken Bauch. Ich denke mal, ja, vielleicht klappt es ja. Vielleicht wird sie tatsächlich auch reif an diesem Bäumchen. Aber nun ja, warten wir einfach mal weiter ab und beobachten die Pflanzen. Das Schöne ist ja bei der Serie, wir können ja alles beobachten und sehen, wie alles langsam vorangeht. Und da wurde ich von Alex K. gefragt, wenn man transparente Töpfe nimmt, ob das negative Einflüsse auf die Wurzeln hat. Kann ich bis jetzt verneinen, möchte ich aber nicht verallgemeinern, denn es kann durchaus sein, dass bei manchen Pflanzen nicht so gut ist, aber bisher haben wir sehr viele Pflanzen in Töpfen herangezogen, in durchsichtigen Töpfen und stehen auch noch sehr viele, also bis jetzt konnte ich noch keine negativen Eigenschaften oder einen negativen Einfluss auf die Wurzeln dann dementsprechend feststellen. Also bei uns funktioniert das auch in durchsichtigen Töpfen. Das mal nur kurz dazu gesagt. Denn das zu schreiben ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, das zu begründen, wieso, weshalb, warum. Aber wie gesagt, bei uns hat es bisher immer gut funktioniert mit durchsichtigen Töpfen. So, ja, dann schauen wir uns noch mal ganz kurz die Orchidee an, wo wir die Kalkipaste dran gemacht haben. Wie wir sehen können, scheint tatsächlich hier sich schon etwas zu entwickeln. Ich werde mal eine alte Aufnahme mit reinblenden, als wir das gemacht hatten hier mit der Kalkipaste. Also das Ding entwickelt sich irgendwie. Man kann auch nichts Genaues erkennen, was sich dort entwickelt oder wie das, oder ja, wie was da sich entwickelt, kann man noch nicht wirklich erkennen. Aber man denke mal, man sieht, das Ganze wird schon dicker. Irgendwas ist dort am Wachsen. Die Frage ist jetzt natürlich, kommt hier jetzt ein kleines Pflänzchen heraus oder eine Blüte? Ja, da bin ich echt mal gespannt. In der Aufnahme werden wir es dann gleich sehen. Ich gucke mal eben auf der anderen Seite. Moment, drehe den einfach mal. Gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme. Wo ist er denn? Da. Moment, Schärfe. So. Ja, so müsste das passen. Ja, auch hier ist ein kleiner Knubbel, der dicker wird. Ich denke mal. Ja, das sieht so cool aus. Ich bin echt gespannt. Das werden wir gleich sehen in den anderen Aufnahmen, ob sich dort schon etwas entwickelt oder nicht. Ja, spannend. Ja, da redet der so leise hier, ne? Der Detlef. Das ist, weil ich halt so aufgeregt bin dann. Ja, so. Ja, man kann die Knospe erkennen. Ja, das hat doch sehr gut geklappt, oder? Das war wunderbar. Und nach Möglichkeit auch nicht mit dem Finger da viel drauf rumpacken. Wie gesagt, möglichst nicht zu viel. Was zu viel ist, können wir auch gegebenenfalls dann wieder runterziehen. Erstmal gucken, wie das jetzt so funktioniert. Ich mache das, wie gesagt, das erste Mal heute. So, ja, ich würde sagen, das ist dann vollkommen ausreichend. Also nicht fett einschmieren, sondern so, dass die Knospe halt bedeckt ist mit dem, ja, Wachs in dem Sinne. Wunderwelt der Pflanzen. Was geht nicht. Also es ist so, ja, soll man sagen, eine riesengroße Geschichte mittlerweile, wo wir vieles entdecken, auch neu entdecken und das ist richtig cool. Ich habe hier kurz die Granadilla-Stecklinge hingestellt und zwar aus dem Grunde, ich hatte vor 3 Tagen nachgesehen und da war das Glas noch ja ein Drittel voll Wasser. Mittlerweile steht hier unten nur noch eine ganz kleine Pfütze drin, also fast gar kein Wasser mehr. Ja, so kann es gehen, ne? Vielleicht doch mal öfters gucken, also Klartext, wir packen jetzt erstmal ein bisschen Wasser hier wieder rein, damit sie nicht auf trockenen Füßen stehen. Ja, und irgendwann werden wir sie auch mal einpflanzen, aber im Moment tun sie sich hier im Wasserglas besonders gut. Und auch hierzu nochmal gesagt, ne, durchsichtig, schadet das den Wurzeln oder nicht? Nein, natürlich nicht.
kann sein, dass es vielleicht irgendeine Pflanze gibt, die da das nicht verträgt, aber ich habe bis jetzt noch keine gefunden. Also von daher ist das nicht so tragisch, wenn man durchsichtige Behälter hat, wo man seine Pflanzen reinpflanzt. Ja, zu der Orchidee. Also da bin ich gleich wirklich gespannt. Ich meine, wir haben es ja jetzt eigentlich schon gesehen. Lol. Was sich da wirklich getan hat. Und vor allem, das ist erst 4 Tage. Ja, ich glaube 4 Tage ist jetzt etwa her. Oder 5 Tage. Ganz genau weiß ich, ich glaube 4 Tage ungefähr ist das her, dass wir die tatsächlich ja, mit dieser Kalkipaste behandelt haben. Also wenn das klappt, das wäre so genial. Ja, die Orchidee hier, die Bambusorchidee, die verblüht langsam. Die letzten Knospen haben sich geöffnet. Also in ein paar Tagen ist der Blütenflor hier vorbei. Und das ist so ein geiler Duft. Also davon hätte ich am liebsten den ganzen Raum hier voll von diesen Orchideen. Das ist einfach nur richtig. Ach, das ist so ein ja, süßlicher, geiler Duft einfach. Ja, bei der Pflanze ist jetzt natürlich fraglich, wann fängt sie denn wieder an zu blühen? Sie wird natürlich jetzt im Laufe des Sommers wachsen. Blüht sie dann nochmal? Oder muss sie dann tatsächlich bis auf den Winter warten, dass sie dann die Winterruhe bekommt, wo sie dann kühler stellen? Müssen wir sie kühler stellen? Oder blüht sie auch so dann nach dem Winter in dem Sinne oder im Winter sogar, wenn wir sie gar nicht kühl stellen? Es bleibt eine spannende Geschichte mit den Orchideen. Also das ist ja Welt der Wunder der Pflanzen. Also gerade Orchideen, das ist ja eine richtig geile Sache. Vor allem man hat auch jetzt in der Winterzeit halt was Blühendes und Duftendes im Raum stehen. Ihr seht schon, ich quatsche mich hier dumm und dusselig. Ja, am liebsten würde ich euch noch so viel erzählen, so viel zeigen, aber auch heute ist die Sendezeit mal wieder vorbei. Von daher, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit euren Pflanzen. Und was ihr sonst noch so macht, ja, bei dem Gewächshaus bin ich überlegen, ob ich das schattiere, wenn ich dort drin filme. Denn ja, durch die Sonneneinstrahlung ist das Ganze doch etwas, ja, das ist nicht so der Hit zum Filmen. Ist nicht ganz so einfach. Da drin, ehrlich gesagt, wird es komplett überblendet oder wenn man eine andere Einstellung macht, ist es dann doch wieder zu dunkel. Ja, ich habe vorhin gesehen, als es richtig dunkel draußen wurde, da konnte man tatsächlich die Filmeinstellungen wieder richtig hinbekommen. Dann funktioniert das wesentlich besser, als wenn halt die Sonne scheint und das Ganze viel zu hell drumherum ist. Oder aber wenn es bewölkt ist, weißlich bewölkt, also dann strahlt das ganze Licht komplett überall hin und das ist auch nicht dahin zum Filmen draußen. Dann hat man entweder hier eine Blendung drin, also ist komplett überblendet oder so, aber egal, das ist eine ganz andere Geschichte, wollte ich einfach nur mal kurz erwähnt haben, dass es nicht ganz so einfach ist, da im Gewächshaus zu filmen. Aber ich denke mal, wenn wir das schattieren, dass es ein bisschen dunkler da drin ist, dann ist es wesentlich einfacher. Ah, so, bis denn. Ciao, ciao. Ja, das Gewächshaus. Es geht weiter. Ich bin es nochmal ganz kurz, wer es nicht gesehen hat, wir haben neue Blümchen. Ja, und die Gerbera, die drin waren, die sind jetzt tatsächlich verblüht und wir haben sogar Samen davon. Ich glaube, die sehe ich dann auch mal aus. Zumindest mal versuchen. Es ist natürlich keine Pflanze für draußen, für den Sommer schon, aber im Winter überleben sie die nicht. Aber es wäre doch mal interessant zu sehen, wie ja, die Gerbera sich entwickeln. Und nicht vergessen, ne? Wisst ihr Bescheid? Danke, bis denn.